So, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft Let's Play. ja, paar Änderungen gibt's. Die erzähle ich euch jetzt mal, während ich hier mal durch die Gegend latsche. Und zwar werde ich jetzt mal ein bisschen lauter aufnehmen. Das heißt, der Sound wird auf jeden Fall lauter sein. War noch so ein kleines Manko, glaube ich. Das ist ein bisschen zu leise. Machen wir noch Eier da? Nö, haben wir nicht. Aber jede Menge Schaufeln. Na wunderbar. Dann weiß ich ja schon, was wir dann jetzt dann tun werden. Ihr werdet mich wieder hassen. Aber okay. Ja, wie schon gesagt, der Sound wird diesmal etwas lauter aufgenommen. Und das Mikrofon läuft diesmal über eine extra Audiospur, nachdem die letzten 5 Folgen ja etwas übersteuert waren. Das möchte ich nicht, dass es jetzt dann wieder passiert. Von daher werde ich das jetzt alles separat abmischen. Und die Helligkeit habe ich jetzt mal ein bisschen höher gedreht. Ich hoffe, es reicht aus. Das werden wir aber dann erst später sehen. Wobei es auch eine kleine Änderung in der Bearbeitung geben wird. Habe jetzt halt hier ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ein bisschen geupgradet, sag ich mal. Und somit sollte die Bearbeitung der Videos dann noch ein Ticken professioneller werden. Vor allem jetzt, da ja die NetWars-Liga ansteht. Und kommenden Samstag, also ja, die Folge... Oh, werde ich heute noch hochladen. Das heißt, morgen wird es das erste Game dann geben. Und ja, da bin ich mal echt gespannt, wie das so wird. Wird es natürlich dann auch als Replay geben. Von mir dann auch gecastet. Von daher könnte das durchaus witzig werden. Ja, dieses Wochenende habe ich jede Menge vor. Jede Menge neue... Videos, ein paar Let's Plays, ein paar neue und auch ein paar neue Experimente. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es auch, je nachdem wie es zeitlich mal ausgeht, dass es dann irgendwann sogar möglich sein wird, Doppelfolgen hochzuladen. Oder zumindest Folgen, die etwas länger sind als 15 Minuten. Da müssen wir mal gucken. Möchte ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Auch werde ich eventuell jetzt dann bald ein komplett neues Let's Play anfangen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt. Und zwar Runaway. Dieses lustige Adventure. Schon etwas älter. Der dritte Teil kam jetzt... Boah. Ich glaube, vor 2 Jahren kam der dritte Teil jetzt raus. Der erste Teil hat mich einfach wahnsinnig gefesselt. War einfach ein mega... geiles Adventure. Vor allem mit einer super musikalischen Untermalung. Und ja, mal gucken. Ich weiß nur nicht, ob die Adventures jetzt bei euch so gut ankommen. Müssen wir einfach mal ein bisschen gucken. Könnte man ja aber auch jederzeit gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn so für Let's Plays wünscht. Ja, wir sind jetzt natürlich auch, oder was heißt wir, NetWars Gaming, also eigentlich meine Wenigkeit, ist jetzt auch auf Twitter und Facebook vertreten. Das heißt, die Videos werden dort auch mit veröffentlicht. Es gibt neue Statusnachrichten und. Alles, was das Herz begehrt. Möchte ich jetzt gar nicht mehr so, über die ganze YouTube-Geschichte laufen lassen. Dort sind die Videos und die Playlisten, aber hier in so Kommentare reinzuhacken, was es so Neues gibt, möchte ich jetzt mehr auf die ganzen sozialen Medien zurückgreifen. Und bei den sozialen Medien, wo wir schon angelangt sind, habe ich auch so ein klitzekleines Thema. Da wollte ich eigentlich erst bei uns auf der Gaming-Page bisschen was dazu schreiben, eine kleine Kolumne mehr oder weniger. Hab mir aber gedacht, könntest du ja auch das Ganze jetzt so ganz geschmeidig mal hier im Let's Play ansprechen. Und zwar, ja, es gibt ja immer so viele Leute, die in jedem sozialen Netzwerk sind sie vertreten, finden das auch ganz toll und beschweren sich dann, wenn man zu viel über sie weiß. Sozusagen der gläserne Bürger.
Ich meine, soziale Medien sind ja an sich eine Top-Geschichte. Vor allem, ich sage jetzt mal, diese ganze Freundeserkennung von Facebook ist schon phänomenal. Also es ist Wahnsinn, nachdem ich nur mal reingeschnuppert habe, wie viele Leute er mir vorgeschlagen hat, die ich wirklich gekannt habe, aber seit so vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Schon eine sehr coole Geschichte. Aber man muss halt mit diesen sozialen Medien einfach höllisch aufpassen. Mir ist einfach aufgefallen, dass so viele Leute so viel über sich preisgeben und das nur aufgrund der Tatsache, dass es die Möglichkeit gibt, etwas preiszugeben. Und klingt jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich das Ganze mal näher überlegt, ganz schön tief runter. Die wenigsten von uns würden jetzt einfach mal so im Internet einfach mal irgendwo ihre Telefonnummer preisgeben, weil sie ganz einfach sagen, wieso, was wollen denn die anderen Leute mit meiner Telefonnummer, das interessiert doch keine Sau und es hat niemandem was anzugehen. Und das ist auch richtig so, das sind ja auch schöne persönliche private Daten, aber in sozialen Netzwerken werden auf einmal so viele Dinge über einen preisgegeben, was die Leute einfach mal so ganz freiwillig rausblabbern. Angefangen vom kompletten Namen über Wohnort, welche Schule und so weiter und so fort. Und wenn man hier so ein bisschen aufmerksam mal mitliest, kann man ja schon richtige psychologische Profile über die einzelnen Leute erstellen. Ist natürlich die Frage, ist das denn so toll? Vor allem, es ist dort gefährlich. Was ist das hier für ein Kackstift? Der muss nachher mal weg. Wo war ich stehen geblieben? Genau, diese psychologischen Profile. Ich meine, ich denke mal, viele sind alt genug von uns, um zu wissen, was sie preisgeben. Aber es gibt natürlich auch diverse Leute, Zielgruppen, die einfach dieses geistige Alter definitiv noch nicht haben. Sprich einfach irgendwelche Minderjährigen, wo die Eltern noch aufpassen müssen, die sich aber zum Großteil auch nicht mit diesen sozialen Medien so auskennen und dementsprechend die Kinder einfach mal hier alles Mögliche veröffentlichen lassen, wunderbar, tralala. Und dann zum Schluss ist die Schreierei natürlich groß, wenn dann hier das rauskommt, was denn so alles veröffentlicht wurde. So, das Kind hat Stress mit den Eltern und das Erste, was es macht, hier auf Facebook und hört dann erstmal in der ganzen Welt, was denn die Eltern so für böse Menschen sind. Ist natürlich sehr bedenklich, das Ganze. Und ich meine, ich finde es ja nicht verkehrt, dass man gewisse Dinge über sich preisgibt, wenn man das möchte. Um vielleicht mit Leuten drüber zu reden oder um Freundschaften zu pflegen, wo man sich vielleicht sogar auseinandergelebt hat. Dass dort wieder Freundschaften aufkommen, weil man sie wieder findet. Oder der eine wohnt in Hamburg, der andere irgendwo in der Schweiz. Da ist es natürlich dann eine klasse Geschichte. Ihr ersetzt so ein bisschen diese ganzen Brieffreundschaften. Aber es ist einfach schon so vieles passiert. Und ja, das finde ich natürlich eine sehr bedenkliche Sache. Deswegen habe ich mich bis jetzt immer so ein bisschen gesträubt vor diesen ganzen sozialen Netzwerken, weil ich das einfach nicht so unterstützen wollte. Aber gerade jetzt auch für die ganzen Let's Plays, und ich merke, wir sollten ganz schnell ins Bett gehen. Für diese ganzen Let's Plays ist es natürlich trotzdem eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Werkzeug, um, ich sag mal, mit den Fans, den... Wo will ich denn hin? Mit den Zuschauern, mehr zu erleben, näher in den Kontakt zu kommen und vielleicht dann auch so die ein oder andere interaktive Sendung, oder was heißt Sendung? Das eine oder andere interaktive Let's Play zu machen. So, jetzt sind wir dabei. Da wollte ich hin. So, gute Nacht. Mann. Ich glaube, ich sollte mal einen Schluck trinken. Dann geht's garantiert auch wieder besser. So. Jo, die Schaufel, die kramen jetzt so schnell kaputt und dann bauen wir an unserem Plateau weiter. Mit diesen sozialen Netzwerken, wie schon gesagt, es ist alles mit Vorsicht zu genießen. Und vor allem jetzt dann auch gab es ein wahnsinnig tolles Beispiel. Da wurde mal in einer Fernsehsendung so ein bisschen drüber, ich sag mal, gewitzelt,
über so lustige Geschichten wie, wer ist eigentlich ja, für dein Facebook-Profil so wirklich verantwortlich, wenn dort Mist passiert. Und das bist genau du. Das ist das Problem. Da hat auch durchaus jetzt schon mal jemand auf der Pinnwand eines Freundes ein Foto gepostet und schwuppdiwupp flatterte diesem Freund eine Abmahnung ins Haus, weil auf diesem Foto anscheinend ja, so gewisse Leute abgebildet waren, die das nicht so toll fanden. Ist natürlich jetzt mal mega doof, da mit den falschen Einstellungen natürlich jeder bei dir einfach mal so rumpostet und du dann dafür haften musst. Ja, da muss man echt schon massiv aufpassen, aber ich möchte das Ganze jetzt nicht so weit vertiefen, aber es würde mich durchaus mal interessieren, wie ihr das denn so seht. Welche Erfahrungen habt ihr mit sozialen Netzwerken bis jetzt gesammelt? War da Positives dabei oder mal mehr auch schlechte Erfahrungen? Würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen interessieren, ob das Ganze, was ich jetzt hier so quatsche, auch Hand und Fuß hat oder irgendwie jetzt einfach nur wild spekuliert aus der Luft gegriffen ist. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare oder auch in ja, Twitter oder auf Facebook. Da wären wir dann wieder beim Thema. Nee, aber mal ganz im Ernst, packt es doch einfach mal rein und dann können wir ja das nächste Mal so ein bisschen drüber reden auch. So, wie viel Erde habe ich denn jetzt? Ach, ein bisschen was ist es. Können wir mal unten an der Plattform weitermachen. So. Da, die Erde nehmen wir nur mit. So. Wie weit sind wir denn hier? Ja, doch schon ein ganzes Stück geworden. Au, das wollte ich jetzt so nicht, aber jetzt breche ich mir gleich wieder die Knie. Na, wenn wir schon dabei sind. Komm, knack mal doch einfach mal durch, das passt schon. Ja, ich hatte ja in einer der letzten Folgen ja schon mal angesprochen, so mit diesem kleinen Hühnerwahnsinn bei unserem Server. Und derjenige, der das total verbrochen hat, hat sich auch nochmal bei mir gemeldet, hat mal aufgrund der Eier, die sie dort verbraten haben, mal grob überschlagen, wie viele Hühner das eigentlich gewesen sein müssten. Und gemäß der Berechnung von 1 zu 8, der Wahrscheinlichkeit, wie dann auch hier die Hühnchen rauskommen, müssten es circa 1008 Hühner gewesen sein auf einer Fläche, ich würde jetzt mal sagen, 2 Block auf maximal 15. Also es war mal richtig heftig, hat auch natürlich dementsprechend geruckelt und uns den ganzen Server in diesem Chunk in die Knie gezwungen. Aber ich sag's euch, was da Eier rausgekommen sind, das war nicht mehr normal. Also das kann man selbst mit More Food nie im Leben nur ansatzweise verwerten. Aber es sah halt einfach nur geil aus. Das muss man einfach mal an dieser Stelle auch sagen. Ja, wir waren ja vorhin auch so ein bisschen bei diesen interaktiven Let's Plays. Ja, jetzt wird der eine oder andere natürlich gleich wieder aufschreien, oh, das hast du voll geklaut von einem anderen Let's Player. Und da gebe ich ganz schamlos zu. Yep, das stimmt. Und zwar jetzt ist ja auch Twitter so ein bisschen mit am Start. Das ermöglicht euch natürlich jetzt, während ich die Let's Plays aufnehme, das wird natürlich dann immer so ein bisschen angekündigt, dann auch live dabei zu sein. Es ist natürlich kein Livestream oder so etwas in der Art, aber ihr habt die Möglichkeit, hier einfach mit zu chatten, ein paar Kommentare loszuwerden oder auch vielleicht zu sagen, hey, bau doch mal das oder nutzt doch den Mod. Dann müsst ihr nicht immer diese Kommentare nutzen, das ist vielleicht dem einen oder anderen zu doof. Und so ja, erweitern wir, sag ich jetzt mal, einfach nur den Community-Aspekt. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut nennen. So. Da werde ich jede Menge Spitzhacken brauchen, fürchte ich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit möchte ich hier überhaupt vorgehen? Im Prinzip können wir ja das Ganze auch...